So sieht sie aus. Hannover, Hauptstadt von Niedersachsen und Heimat von gut einer halben Million Menschen. Und so klingt Hannover. Die UNESCO hat das überzeugt und Hannover zur City of Music gekürt. Eine Überraschung, finden einige, steht die Stadt doch in dem Ruf, etwas farblos und langweilig zu sein. Im Rathaus verspricht man sich von dem Titel einen Imagegewinn. Kulturpolitikerin Marlies Drewermann hatte die Bewerbung mit auf den Weg gebracht. Bei der Arbeit für die Bewerbung waren wir über uns selbst erstaunt, was wir alles in Hannover haben und vorweisen können. Und dass wir deswegen auch ganz optimistisch an die Bewerbung gegangen sind, weil wir von uns überzeugt sind. Aber hat die Stadt den Titel wirklich verdient? Wer das wissen will, stößt zuerst auf sie, die Scorpions. Ihren Zenit haben die Heavy-Metal-Giganten zwar hinter sich, aber mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern gehören sie zu den ganz Großen im Musikgeschäft. Und auch sie kommt aus Hannover, Lena Meyer-Landrut. Mit ihrem Song Satellite gewann sie 2010 den Eurovision Song Contest. Aber wie steht es um den Nachwuchs? In diesem leerstehenden Warenhaus probt die Indie-Pop-Band Lieber Herr Meyer. Was gerade heißt, das bleibt für immer, wo soll's auch hin? Sie tritt regelmäßig in lokalen Clubs auf. Die Szene ist allerdings überschaubar. Viele Musiker gehen nach Hamburg oder Berlin. Lieber Herr Meyer hoffen jetzt auf Rückenwind durch den UNESCO-Titel. Generell ist natürlich schön, dass mehr Leute auf Hannover gucken und auch wissen, hey, da kommt ein bisschen Musik her, da passiert was. Also das war wahrscheinlich vielen vorher nicht so klar. Von daher wird schon irgendwie was passieren, dass wir dann sicherlich auch irgendwie davon profitieren können. Aber im direkten Sinne erwarte ich es eigentlich erstmal nicht. Wenn es passiert, umso schöner. Wenn nicht, machen wir trotzdem weiter Musik. Und wie sieht es jenseits der Pop- und Rockmusik aus? Hannover wurde schließlich explizit für seine musikalische Vielfalt ausgezeichnet. Etwa auch für den Hannoveraner Mädchenchor. Der Chor wurde 1952 gegründet und genießt internationales Renommee. Etwa 400 Chöre gibt es in der Stadt. Damit liegt Hannover deutschlandweit an der Spitze. Die musikalische Vielfalt in dieser Stadt ist riesengroß und insofern ist der Titel City of Music vollkommen gerechtfertigt und könnte deutlich machen, dass Hannover den Vergleich mit anderen Städten durchaus standhalten kann. Zumal die Stadt der Geburtsort von Emil Berliner ist, dem Erfinder von Grammophon und Schallplatte. Der geniale Tüftler machte Tonaufnahmen erstmals im großen Stil reproduzierbar. Letztlich hat Berliner einen uralten Menschheitstraum verwirklicht, nämlich eine Tonkonserve zu entwickeln. Es war also im Grunde genommen eine praktische und faszinierende Erfindung. Nicht weniger faszinierend, das aktuelle Aushängeschild von Hannovers Musikwirtschaft, die Duesenberg-Gitarre. Produziert wird sie hier in einem Gewerbegebiet am Stadtrand, überwiegend in Handarbeit. Duesenberg ist weltweit Kult. Ron Wood, Gitarrist der Rolling Stones, spielt eine Gitarre made in Hannover, genau wie Nick Valenzi von den Strokes. 1986 fertigte Firmengründer Dieter Gülsdorf die erste Duesenberg. Ein Welterfolg, zu dem Hannover auf seine Art beigetragen hat. Hannover ist auch eben ja, langweilig grau und man muss was Kreatives tun, um dem so ein bisschen zu entkommen oder für seine Lebensfreude zu sorgen. Und deshalb kann man eigentlich, ja, daher kommt doch ein großes kreatives Potenzial aus dieser Stadt. Und dieses Potenzial soll jetzt vernetzt werden mit dem der anderen UNESCO Cities of Music. Zum Beispiel dem spanischen Sevilla, dem schottischen Glasgow oder Brazzaville in der Republik Kongo. Es ist eine schöne Wertschätzung der Arbeit, die in Hannover bereits geleistet wird und es ist auch eine schöne Verpflichtung, nicht nachzulassen, sondern weiterzuarbeiten in den gemeinsamen Netzwerken. Von Hannover in die Welt. Die Scorpions haben es vorgemacht. Hannover plant gemeinsame Konzerte und Workshops mit Musikern aus den anderen Cities of Music.
Auf dem Titel ausruhen will sich hier jedenfalls niemand.